Rund 100 aktive Sägewerke gibt es im Bundesland Salzburg. Diese Holzverarbeiter sind meistens familiengeführte Klein- und Mittelbetriebe. Im Salzburger Oberpinzgau betreibt die Firma Holzmeißnitzer in zweiter Generation ein Sägewerk. An sich nichts Außergewöhnliches. Interessant wird es, wenn man in der Firmengeschichte in das letzte Jahrhundert zurückspringt. Im Jahr 1990 kaufte Wilhelm Meißnitzer die Bachler-Säge. Nach guten Anfangsjahren und zahlreichen Modernisierungen kam 1998 der herbe Rückschlag. Ende der 90er, Anfang 2000 war es dann so, dass es Überkapazitäten gegeben hat am deutschen Markt oder am europäischen Markt. Und das hat dann zu massiven Problemen bei uns intern geführt im Sägewerk. Darum hat man extrem innovativ sein müssen in der Zeit. Und dann ist die Geburtsstunde gewesen von der Massivholzmauer, dass man sagt, man geht in diese Produktion und versucht, den Weg zu den Endverbrauchern zu finden. 10 Jahre dauerte der Weg, bis die Innovation der Massivholzmauer, kurz MHM, serienreif war. Neben den notwendigen Maschinen gab es auch kein vergleichbares Produkt mit relevanten Daten oder gar Forschung am Markt. Deshalb erledigte der Familienbetrieb die Entwicklung dann in Eigenregie. Die ersten Wände aus der Produktion fanden ihren Platz in eigenen Wohnbauprojekten. Der tricky part sind sicher die Details und die Kombinationen, wie man es einsetzen kann, von Wandstärke angefangen bis hin zu Verbindungen. Und das gesamte Paket, das ist so herausfordernd gewesen. Mit der Geburtsstunde der Massivholzmauer im Jahr 2009 wurde der Rohstoff Holz zu einem Luxusprodukt veredelt. Rund 30% vom gesamtbenötigten Rohstoff Holz stammen aus dem Firmenforst und bleiben somit in der eigenen Wertschöpfungskette. Die anderen 70% werden von Waldbauern in einem Umkreis von rund 150 Kilometern zugekauft. Der große Vorteil, die Wertschöpfungskette selber zu gestalten, ist, dass sie jeden einzelnen Arbeitsprozess kontrollieren kann und natürlich von Beginn an entscheide, welche Qualität hole ich ins Werk rein und welche Qualität kommt schlussendlich bei dem Kunden im Massivholzhaus an. Die Massivholzmauer der ersten Generation war die erste in Österreich, die komplett leim- und chemiefrei hergestellt wurde und gleichzeitig eine europäische CE-Kennzeichnung erhielt. Anstelle von Leim wird sie bis heute mit recycelten Aluminium-Rillstiften verbunden. Mit der wachsenden Nachfrage nach Deckenelementen wurde später auch eine verleimte Brettsperrholz-Variante entwickelt. Weil die Innovation, die passiert ja meistens in einem Team und nicht nur allein. Und das haben wir alle als Familie eigentlich sehr gut gelebt. Und das ist auch gut, muss ich sagen, auch der Grund, dass wir heute da sind, wo wir jetzt stehen. Nach der Gründung der Salzburger Immobilien GmbH im Jahr 2013 wurde die Wertschöpfungskette erweitert. Denn in den selber entwickelten Immobilien stehen jetzt auch die eigenen Massivholzwände.